Feuerstahl selber machen. Da habe ich schon einmal ein Video gemacht und ich schaue mir gerade die Sachen an, die ich wirklich selber gemacht habe. Und ich mag dir auch einen Trick verraten, wie du mit dem Feuerstahl gut üben kannst und welche Zundervarianten dir hier hilfreich sein können. Wenn du wissen willst, worum es dabei geht, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich hier von der Veranda von unserem Bushcraft Camp hier. Schön, dass du dabei bist. Feuerstähle. Und ich weiß, dass viele Leute immer wieder sagen, das ist ein Blödsinn und man braucht keinen Feuerstahl und ein Feuerzeug ist besser. Aber es ist halt so, dass die Feuerstähle doch einen Vorteil haben. Das war mein erster Feuerstahl, den mag ich dir zeigen. Schau mal her, der ist mit Rentier. Ja, das ist Rentier. Und den habe ich schon ganz schön benutzt, wenn du den anschaust. Schau mal her. Ja, da ist einiges schon runtergegangen. Das war mein erster, den habe ich von einem Mann aus Lappland, einen Sami, geschenkt bekommen. Das ist Rentier und er hat das eingesetzt und mit dem habe ich geübt und mit dem habe ich gearbeitet und den gebe ich auch nicht mehr her, auch wenn ich ihn nicht mehr benutze. Aber das ist so der erste Einstieg für mich gewesen zum Thema Feuerstahl. Und als ich das erste Mal probiert habe, habe ich mir gedacht, das ist ein volles Klumpert. Das funktioniert ja überhaupt nicht, kann nichts anzünden außer einen aufgemachten Tampon, also ein Stück Watte. Aber beim Feuerstahl arbeiten sozusagen oder Feuer machen, da geht es darum, dass der Zunder gut aufbereitet ist, dass man mit dem Zunder gut umgehen kann. Und daher bin ich auch der Meinung, dass wenn es dir nur ums Ergebnis geht, dass du ein Feuer haben willst, dann brauchst halt keinen Feuerstahl. Wenn du aber einen Prozess durchgehen willst, also einen Weg gehen willst, der Weg ist das Ziel sozusagen, und aus der Natur Materialien anzünden willst mit primitiveren Methoden, dann ist ein Feuerstahl ganz elementar, weil er dir nämlich zeigt, weil er dir Grenzen zeigt. Du kannst mit einem Feuerstahl nicht alles anzünden, was du so auf die Schnelle, was mit einem Feuerzeug geht. Da braucht der Zunder Aufbereitung und das ist nämlich auch der Trick dabei. Wenn es dir ums Ergebnis geht, schalt das Video ab. Wenn es dir aber um den Weg geht, dass du unabhängiger bist, dass du freier bist und dass du mehr Möglichkeiten hast, wenn du Feuer machen willst und auch was über die Natur lernst, dann bleib dran. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stück Holz hernehme, so, ja, das liegt da, da liegt gleich ein Anzünderholz, schau mal, ja, da liegt so ein Anzünderholz für die Besucher unserer Hütte hier im Waldcamp. Ich gebe da billige Eigenwerbung natürlich unten den Link dazu. Wenn ich das jetzt versuche mit dem Feuerstahl einfach so anzuzünden, dann wird das nichts werden. Das muss schön aufgefasert werden und wir brauchen kleine Strukturen. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist mir klar, aber dass du jetzt auch diese kleinen Strukturen selber herstellen kannst, da muss ich das sagen, das braucht nämlich Übung. Das müssen schöne Locken sein. Und als ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, habe ich mir gedacht, wie schaffen die anderen das? Wie geht das? Wie geht das? Und jetzt geht's. Durch die Übung. Ich bin dann auch drauf gekommen, dass unterschiedliche Hölzer unterschiedliche Qualitäten haben. Nämlich nicht nur beim Anzünden, sondern beim Locken machen. Wie der Baum, ist er ein gedrehter Baum oder ist es ein gegenständiger Baum, der eine schöne Faser hat? Also da ist so viel Wissen drin, dass dir dann aber auch wieder bei anderen Dingen helfen kann, wenn du das magst. Noch einmal, wenn es nur ums nackte Ergebnis geht. Das ist was anderes, als einen Weg zu gehen, um freier und unabhängiger in der Natur leben zu und überleben zu können. Und jetzt heißt es ja auch immer wieder, ja, wozu brauche ich das überhaupt? Ich meine, wozu brauche ich in der Natur überleben können? Wir haben doch einen Supermarkt, wir haben alles super wunderbar. Ja, ja, genau, wir haben einen Supermarkt und ich bin auch froh, dass wir den haben. Aber ich mache das Video jetzt aktuell zu Zeiten der Corona-Krise, hat man gesehen, dass Supermärkte auch ihre Grenzen haben. Und dass, wenn alle Leute alles auf einmal wollen, auch das Engpässe mit sich bringen kann. Und unser Lebensstil, den ich sehr genieße übrigens, und den wir unbedingt aufrechterhalten müssen, das ist mir schon klar, ist aber sehr, wir sind sehr verletzlich geworden. Und die wenigsten Leute wissen eigentlich, was natürliche Prozesse sind. Das klingt immer so abgehoben, so esoterisch Prozesse und so. Nein, aber wie es läuft. Nämlich, dass man eine Anpassungsfähigkeit braucht. Und umso höher die Zivilisation ist, umso tiefer kann sie auch fallen. Und das hier da zum Beispiel, diesen Feuerstahl, den ich da gemacht habe, das ist eine Abwurfstange von einem Rehbock.
Eigentlich ist das nicht ganz wahr. Das ist keine Abwurfstange, sondern das ist eine Trophäe gewesen. Das war auf einem Kopf drauf. Ja, da waren zwei. Die andere Seite, die hat der Benny, die hat er zu Weihnachten geschenkt bekommen von seiner Frau. Und die Seite, die habe ich. Und der ist unbenutzt zum Beispiel. Ne? Den habe ich einfach bei mir herumliegen. Also der ist genau so, dass man arbeiten kann. Also das Tun, das Beschäftigen mit den Dingen, das ist das Schöne und Wichtige dabei, weil du dadurch sehr viel lernst über die Natur, was kannst du essen, was kannst du nicht essen, wo sind Gefahren, wo sind gute Plätze, wo kann ich Nahrung akquirieren? Oder könnte man jetzt sagen, ja, wozu brauche ich Nahrung akquirieren? Es hat, das ist gar nicht so lange her, noch Krisensituationen gegeben, wo meine Großmutter, aber auch viele andere Frauen und Männer draußen aus der Natur Nahrungsmittel hergeholt haben oder selber angebaut haben. Meine Oma, väterlicherseits, die hatte einen Schrebergarten, die war wirklich bis zum Schluss, bis sie nicht mehr konnte. Und ich habe mir gedacht, warum ziehst du das Gemüse, oder meine Mutter hat sie eigentlich gefragt, warum ziehst du das Gemüse da jetzt? Du kannst ja zum Hofer gehen, der nebenbei war, der war ein paar Meter weit weg. Und sie hat gesagt, Dinge können sich ändern. Und ich möchte in Übung bleiben und ich möchte das selber machen. Und fertig. Und das ist auch etwas, billige Eigenwerbung wieder. Ich gebe da unten den Link und da oben zu einem Video zum Selbstversorgen, dass man beginnt, wenn man jetzt nicht so auf Wildnis ist, dass man sich das Zeug aus dem Wald holt, ja, sondern dass man sich selber anbaut. Oder beides wäre es vielleicht noch besser, dass man nicht so abgehoben sind, dass man nicht nur Computertechniker sind oder Technikerin oder so irgendwas, sondern dass wir das auf der einen Seite sind, Zivilisation, und auf der anderen Seite aber auch sehr erdig. Nämlich das ist Anpassungsfähigkeit, das meine ich damit. Das ist ein Feuerstall, den ich auch gebaut habe, das ist auch schon sehr lange her. Das ist so mit Holz und so weiter. Wenn ich da den zeige, eigentlich geniere ich mich dafür, aber eigentlich geniere ich mich nicht dafür. Das waren die Anfänge. Und so schaut das aus. Dann habe ich, den habe ich auch selber gemacht. Das war die erste Abwurfstange von einem Rehbock, den ich die gefunden habe. Und da habe ich mir einen Feuerstahl reingemacht. Da habe ich dann ein paar Mal damit gemacht und habe mir gedacht, eigentlich ist es zu schade dazu, den aufzubrauchen. Den hebe ich mal auf. Also geh raus und nutze, such einfach was und mach einfach was und bau da einen Feuerstahl draus, ja? Wenn du wachst oder was anderes. Oder die Idee, dass man hinten einen Kienspan einarbeitet, dass du also beides hast. Du kannst dann hier den Kienspan abarbeiten, hast Kienspan und hast das Feuer, den Feuerstahl dazu. Auch eine schöne Variante, aber der Kienspan muss gut aufbereitet sein. Den musst du richtig herrichten, damit das auch funktioniert, sonst geht das nicht. Und dann habe ich noch zwei weitere Exemplare, die habe ich nicht selber gemacht, die habe ich geschenkt bekommen vom Tiroler, der auch einen YouTube-Kanal hier hat auf YouTube, der Bushcraft und Survival-Abenteuer macht, und der hat mir die geschickt und geschenkt. Und zwar, er macht das aus Hirsch. Ja, das ist jetzt Hirsch. Das ist von, ja, da hängt auch ein Hirschgeweih. Und hier im Buschkraftareal, da laufen die Rothirsche herum. Unglaublich. Ja, und der macht das aus diesen Abwurfstangen. Und die sucht er aber selber. Und das ist nämlich auch das Schöne. Ich meine, da muss man halt dazu sagen, du brauchst die Erlaubnis. Er hat sie übrigens in seinem eigenen Areal in Tirol. Also darf er das tun. Aber der läuft jetzt herum. Jetzt muss man aber auch etwas dazu sagen. Eigentlich ist das natürlich Diebstahl, weil du kannst nicht eine Abwurfstange, die du gefunden hast, so wie ich hier, einfach für dich behalten und einen Feuerstahl reinbauen. Das darf man nicht. Wenn du das ein bisschen größer machst, so wie der Tiroler, dann musst du die Erlaubnis holen vom Jäger, von dem Jagdausübungsberechtigten. Aber schau, wenn du das jetzt nicht gewerblich machst und mal eine Abwurfstange findest, ja, du weißt ja wahrscheinlich gar nicht, wer der Jäger ist, ja. Und wenn du sie liegen lässt, dann. Also, wenn du nicht wirklich suchen gehst und dem Jäger das vor der Nase weg stillst, ja, dann glaube ich, ist das halb so wild. Oder wenn du das nicht willst, dann ernte dir Kienspan und bau da was draus. Das geht genauso. So, und jetzt den Trick. Das hier ist eine Hanfschnur. Eine Hanfschnur. Und bei dieser Hanfschnur ist es so, dass man die auseinandernehmen kann. Und zwar, die hat wieder mehrere kleine Litzen. Und dann nimmst du auch wiederum eine Litze raus und die kannst du auch wieder auseinander drehen und kannst hier einen, kannst hier so ganz feine kleine Teilchen rausmachen. Ja, so. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Survival Mentor Programm herzeige. Schau dir das an, wenn dich das interessiert. Ganz klar. Das ist eine,
da zeige ich halt so mein Wissen her und auch ein bisschen praktischer, nicht nur so theoretisch, so wie ich das hier teilweise mache oder Ausrüstung herzeige. Und jetzt gehst du her und ich stehe halt auf meinen XXL-Feuerstahl, aber du kannst das auch mit einem kleinen machen, das ist vollkommen egal und das braucht natürlich jetzt mehr. Mit dem hier kannst du einerseits das Anblasen üben, dass du ein Stück Glut da reingibst und anbläst. Das braucht natürlich viel mehr. Wobei, irgendwann einmal solltest du herkommen und wirklich mit so einem kleinen Teil das anblasen können. Oder du gehst her und zündest den Feuerstahl an. Eines noch. Das ist ein gekaufter chinesischer Billigfeuerstahl in Dingsbums. Ja. Das ist auch okay. Der hält halt nicht lange. Ich meine, das fällt dann raus. Aber der funktioniert auch, aber da ist keine Seele dabei. Den hast du nicht selber gebaut. Das ist ein Unterschied. Kannst du sagen, glaube ich nicht? Ja, dann glaub's nicht. Ich nehme jetzt, was nehme ich denn? Ich nehme meinen, wo ist er? Da ist er, meinen allerersten Feuerstahl. Und wenn ich das jetzt hernehme und da, schau her, anzünde, dann ist mit einem Mal das Feuer da. Ich mache es jetzt dann gleich wieder aus, damit das nicht wegfliegt. So, gehen wir da schön weg und putzen wir alles wieder weg. Schau, wie wenn nichts gewesen wäre. Voll packe alles. Nein. Und kannst mit dem ein bisschen üben. Wenn du das daheim auf der Terrasse machst, leg da vielleicht einen Stein drunter oder eine Metallplatte, habe ich einmal verwendet. Üb das, mach das, tu das. Und also vielleicht ein bisschen ein philosophischeres Video, was ich hier mache. Aber ich glaube, und habe halt erfahren und sehe das so, dass die Anpassungsfähigkeit ein ganz wichtiger Punkt ist. Umso anpassungsfähiger du bist an die Gegebenheiten, umso flexibler du bist, desto besser. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Computertechniker und die Ärztin in diesem High Level total wichtig sind und ich finde das total gut und ich sage nicht, werden wir alle Bauern, überhaupt nicht, oder Waldläufer oder Buschkläfter, aber es braucht beides. Und wenn du jetzt zu dieser Marketing-Assistentin, so irgendwie IT-Programmierungs-irgendwas, ja, dann ist das super und mach das, aber erde dich auch ein bisschen und schau, dass du entweder mit Selbstversorgung irgendwelche Pflanzen anbaust, dass du rausgehst, Feuer machen, Nahrungsmittel suchen, all diese Dinge. Da liegt viel Kraft drinnen. Es braucht beides. Das war's. Ich gebe dir den Link zu all den Dingen natürlich unten, auch hier zum Buschkraftareal, wenn du auch genau an diesem Platz hier sitzen willst und die Sonne genießen willst. Ein wunderbarer Platz. Ich werde jetzt noch ein bisschen da bleiben und ein bisschen weiter sinnieren. Daumen nach oben oder nach unten. Wie du magst, ein paar andere Videos. Link und sowieso. Hat mich gefreut, dein René Osman. Ciao.